Creeper King's down. Level 522. Also sie gehen echt über Level 500 hoch. Hallo und willkommen zurück zu Ark Extinction. Natürlich habe ich letzte Episode auch noch Nena gerettet. Die hatte ich so ein bisschen vergessen. Die saß da dann immer noch, beziehungsweise die war da so ein Stück rumgelaufen, weil die auf Follow stand. Und hat sich so ein bisschen versteckt, deswegen habe ich sie nicht direkt gefunden. Aber ich bin direkt nochmal mit Big Manta los und habe den Giga weggeräumt und unsere liebe kleine Nena gerettet. Also der geht's gut. Alles, nichts passiert, alles gut. Und hier habe ich nochmal einen Cherufo dabei. Ich glaube, so ähnlich heißen die. Oder Cherufe? Cherufe heißen die. Chibi Cherufe. Das ist eins von den neuen Genesis-Tieren als Chibi-Version. Da gibt es, glaube ich, auch nur eine Version von. Da steht jetzt nichts von groß oder klein oder so. Der sieht mega cool aus. Also, den haben wir ja schon in einigen Previews gesehen. Das ist dieses Lava-Monster, was dann irgendwie Feuerbälle verschießen kann und so weiter und so fort. Also, das ist ein echt cooles Viech und das sieht auch echt cool aus. Da bin ich echt glücklich, dass wir den jetzt haben. Ich glaube, den müssen wir ein bisschen länger mit uns rumtragen. Das ist auf jeden Fall eins der Highlights, glaube ich. Der sieht einfach total schick aus. Leuchtet so schön in Lava-Rot. Mega cool einfach. Ja, und heute, glaube ich, gehen wir mal diesen Drop da unten an. Wir haben schon länger keinen Drop mehr gemacht. Und das hier ist ein Top-Level, also ein Level 4er Drop. So ein lilaner und so ein pinker Drop. Und der dürfte ziemlich böse sein. Wir müssen mal gucken, wie das ausgeht. Wir sind hier ganz im Nordwesten der Map unterwegs. Da waren wir schon ein paar Mal unterwegs. Wir haben ja auch schon ein paar, ich glaube, Archies gezähmt, ne? Und hier sind definitiv Reaper Kings unterwegs. Das wissen wir schon. Die kommen immer im Rudel. Die sind immer zu zweit. Also das ist eigentlich so das, wo ich mir am meisten Sorgen mache fast. Die sind ein bisschen unentspannt. Aber ich denke, die dürften hauptsächlich dann kommen, wenn wir auf dem Boden unterwegs sind. Und wir machen den Drop heute mal mit Big Manta. Ich habe gar nicht vor, groß auf dem Boden rumzulaufen. Wir schauen mal, ob das auch so geht. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Müssen wir einfach ausprobieren. Und da müssen wir mal gucken, wie viele Wirrwarr da kommen, wie gefährlich die sind. Ich habe die Kebels nicht in den Kühlschrank gepackt. Das wollte ich eigentlich noch machen. Also es wird auf jeden Fall spannend, denke ich mal. Ich werde Big Manta einfach in der Nähe von dem Drop parken und dann versuchen, alle größeren Gegner wegzublitzen und alle anderen werden hoffentlich von unserem Flock erledigt. So wäre jetzt mal meine Strategie. Ob das funktioniert, werden wir dann sehen. So, jetzt gucken wir mal, ob der sich aktiviert oder ob ich da noch runter muss. Vielleicht müssen wir einmal kurz runter. Okay, es geht los. Ja. Dann... Wo sind die ersten Gegner? Im Moment sind noch keine da. Wir sind jetzt in der Kuppel. Wir dürfen uns nicht zu weit entfernen. Das ist ganz wichtig. Da ist eine Wirrwarr. Die muss weg. Wir müssen ganz nah beim Drop bleiben. Ansonsten deaktiviert das Event. Das hatte ich auch schon mal. Oh oh. Go Flock! Und das sind keine normalen Gegner hier, sondern die sind super, super high level. Oh, ja, ja, jetzt geht ja schon gut los. Ich hänge am Baum fest oder so. daneben? Der war besser? Okay. Von hier aus geht es, glaube ich. Die Wirrwarr haben wir erwischt. Da ist auch eine. Okay, die haben jetzt schon die Kuppel zerstört. Also es geht richtig schnell. Wirrwarr down. Oh, das sind ziemlich viele Viecher. Blitz sie weg. Die müssen wir jetzt schnell wegblitzen, dass die unseren Drop nicht angreifen können. Nice. Corrupted Spinos. Ihr seht schon die Levels. Level 300. Alles klar. Das war daneben. Nächster. Treffer. Und der Drop hat ziemlich viele Hitpoints. Also ich hoffe mal, das reicht aus. Wieso macht unser Flock nichts? Greift die doch an. Ich glaube, wir müssen Big Manta auch mal wieder auf neutral stellen oder so. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht für den Flock. Wo ist denn Behavior? Passive Stance? Nee. Mach mal neutral. Big Manta fliegt schon wieder durch die Gegend, ohne dass er das soll. Oh oh.
Oh. Blitzen? Die müssten wir... Okay. Der ist down. Die müssen wir eigentlich ganz gut treffen mit den Blitzen. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt haben wir sie alle. Gut. Das ist schon wieder viel zu spannend. Ich denke mal, der Drop hat jetzt schon so ein bisschen Hitpoints verloren. Okay, da unten kommen welche. Dann kommen da zwei. Die kriegen auch so einen Blitz. Ah, die laufen da schon wieder weg. Also der Flock leistet schon ziemlich gute Arbeit. Da unten ist eine riesen Ansammlung. Es ist so schwer, da was zu treffen. Da blitzen wir einfach überall mal rein. Yeah, wir haben den Parasail erwischt. Das ist schon mal gut. Die anderen gehen da hinten rum. Da kommt noch einer. Wir müssen uns so ein paar Blitze aufheben. Für die, die es tatsächlich zum Drop schaffen. Die werden dann direkt hier weggeblitzt. Und die haben echt viele Hitpoints. Das ist schon gefährlich. Wieso brennt der denn? Man weiß es nicht. Ich werde jetzt einfach hier in regelmäßigen Abständen reinblitzen. Und hoffen, dass das reicht. Oh. Vielleicht sollte ich noch einen Rex rauswerfen, aber ich glaube nicht, dass der einen großen Unterschied macht, ganz ehrlich. Wir haben auch noch T-Rexe dabei. Die töten unseren Flock. Die machen so viel Schaden, dass unser Flock gestorben ist. Die müssen weg. Go, go, go. Blitz. Die Blitze machen irgendwie nicht wirklich viel. Reinhapsen? Okay, das hilft auch ein bisschen. Manchmal erwischen wir die. Nice. Oh oh. Ich hoffe nur, dass wir den Drop nicht erwischen. Sieht aber nicht so aus. Der ist nämlich auch anfällig für Friendly Fire. Oh oh. Okay. Wir haben sie weggestoßen. Wir haben einfach so viele Hitpoints, dass wir die ganz oft treffen müssen. Bis die sterben. Da kommt der erste Reaper. Und ich habe hier eine Stelle gefunden, eine Position gefunden, wo wir ganz gut zuhapsen können. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wüffern! Die ersten beiden Wüffern kommen jetzt bei Welle 3. Da vorne kommt noch so ein... Ja, da kommen noch zwei Reaper. Oh, oh, oh. Was war das? Ich glaube, ein Reaper hat uns erwischt. Ja, also hier können wir richtig gut reinhapsen. Oh, die machen böse. Aua. Die müssen schnell weg. Vielleicht mal zwei Blitze hinterher schicken oder so. Die... Wenn ich hier nach unten gucke, Richtung Boden, dann glitscht der Titan so den Boden entlang und fliegt auch rückwärts. Das ist ganz gut. Also man kann den ganz gut steuern hier an der Stelle. Hier. Oh. Die müssen jetzt endlich down gehen. Was ist denn los? Wir machen zu wenig Schaden. Der Titan ist zu schwach. Oh oh. Oh oh. Ob das was wird? Also, die machen schon richtig viel Schaden am Drop hier auch. Ich glaube, wir brauchen mehr Blitze. Ich erwische die gerade nicht gescheit. Jetzt haben wir ihn erwischt. Stego? Der Stego hat meinen Flock erwischt. Da kommt schon der nächste. Die sich hier hinter dem Drop verstecken, sind schwer zu treffen. Das sind immer die letzten, die ich erwische. Das sind zwei Stegos, okay. Die erwischen wir hoffentlich auch gleich. Die Stegos müssen weg. Wieso leben die noch? Wieso gerade Stegos? Die also die sind irgendwie durch den Drop gedeckt und ich komme nicht an die ran. Das ist ganz komisch. Aber die wichtigsten haben wir schon erwischt. Gut, dann warten wir, bis wir die beiden noch erwischen. Da hinten ist so ein Reaper King. Den blitzen wir nochmal. Da unten ist auch einer. Oh, das sind schon viele. Hey, wer beißt mich da? Da kommt noch ein Stego. Ich mag diese Stegos nicht. Bäm! Die nächste Wave, das dürfte jetzt theoretisch... Ich denke, dass das Wave 4 ist, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir sind schon wieder ein Weilchen hier dabei. Die Zeit vergeht. Da kommen so viele Viecher. Aber das funktioniert jetzt ganz gut. Ich hab's langsam so ein bisschen raus. Den haben wir erwischt. Da kommt noch eine Wüffern. Die werden erstmal wieder weggehapst hier. Das ist eine ziemlich gute Location. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut.
Oh, oh. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel versprochen. Wir verlieren ziemlich viel Hitpoints. Ich denke, dass das doch die Reaper Kings ist. Aber schwer zu sagen. Irgendwer macht echt böse Aua. 5800. Und die töten regelmäßig unsere Flocks. Die scheinen dann sofort zu respawnen, das ist kein größeres Problem. Aber da sieht man dann schon, wie stark die auch sind. Corrupted Rex. Trikes. Ein Trike versteckt sich wieder hinter dem Drop. Wow. Also die Waves werden schon schlimmer. Da ist jetzt auch so ein Rock Drake unterwegs, ne? Den haben wir erwischt. Level 500, also die Levels werden auch immer krasser. Ich hoffe, dass das nicht noch schlimmer wird. Das reicht mir jetzt eigentlich ganz gut. Gucken, ob wir diese Strike da wegblitzen können. Wir haben genau getroffen, also eigentlich müsste das funktionieren. Jawohl! 466er Trike. Trike down. Ja, also das selbst der Titan so ein bisschen überfordert bei den Drops, ganz ehrlich. Ich denke, die sind wirklich für Titanen ausgelegt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Giga oder so machbar ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bei dem, was wir an Hitpoints haben. Okay. Das wäre geschafft. Dann müssen wir jetzt noch die Überbleibsel hier aufräumen. Irgendwo verstecken sich noch welche? Da ist jemand, oder? Den hat der Flock erwischt. Irgendwo haben wir noch jemanden, der sich versteckt. One Hostile Remaining. Also der Drop sieht ganz gut aus, hat noch 83.000 von 100.000 Hitpoints. Ich weiß aber im Moment nicht, wo sich der letzte Gegner versteckt hält. Vom Titan aus habe ich den nicht sehen können. Irgendwo muss sich da noch jemand verstecken. Da hinten ist ein Archie unterwegs. Also alles, was corrupted ist, habe ich eigentlich weggeräumt. Da ist noch ein Petri, ne? Ich snipe die alle vom Himmel und hoffe, dass es irgendwann weitergeht. Vielleicht ist der auch abgehauen und irgendwo anders unterwegs? Der letzte? Manchmal ist es wirklich schwer, die zu finden. Früher oder später geht es dann eigentlich immer automatisch weiter. Das ist ein normaler RG. Der kann es nicht sein. Okay, es geht weiter. Ja, wir haben lange genug gewartet. Okay, weiter geht's. Mal sehen, was die nächste Wave bringt. Wyvern ist ja klar. Das habe ich eigentlich schon erwartet. Die machen halt mehr Schaden als ich. Das ist ein bisschen problematisch. Wir haben noch 196.000 Hitpoints. Wir haben schon ordentlich welche verloren. Jetzt kommen Gigas. Oh nee. Keine Gigas, bitte. Oh oh. Das wird doch ein bisschen unentspannt. Also ohne einen Titan brauchen wir das nicht zu versuchen, die Drops. So viel ist schon mal klar. Weil wir so einen Giga nur mit dem Titan schaffen können. Die haben einfach zu viele Hitpoints. Und die machen auch extrem viel Schaden. Lass mein Drop in Ruhe. Blitz hier weg. Oh. Nicht gut, das Ganze. Beiß, 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 beiß. Wir verlieren richtig viele Hitpoints. Wow. Wir erwischen aber auch einige. Aber der Drop ist belagert. Ganz böse belagert. Wir sind in der Säurewolke. Wow, 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 wow. Go, Big Manta. Zeig ihm, welcher der größte ist. Der Giga lebt immer noch. Ich denke mal, das wird doch der letzte Überlebende sein, diese Wave. Höchstwahrscheinlich. Wir haben ein Drittel unserer Hitpoints verloren. Und da leben immer noch ziemlich viele Gegner, ganz ehrlich. Das sind drei Rockrakes, die gerade den Drop angehen. Aber am wichtigsten wäre eigentlich, dass wir diesen Giga erwischen. Der immer noch da rumläuft und uns hapst. Mach den Giga weg. Da ist er. Wow. Also, ich hoffe mal, dass der Giga jetzt nicht unbedingt Level 500 ist. Aber wahrscheinlich ist er das, ne?
Ich würde fast drauf tippen. Lebt immer noch. Der Giga muss weg. Oh, oh, oh. Komm schon. Wo ist der Giga? Ich glaube, er ist weg. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was der für ein Level hat, aber er ist gestorben. Das ist gut. Puh. Okay. Der Rock Drag ist auch weg. Wir sind safe für diese Sekunde und die nächste Wave kommt. Oh je. Mal gucken, was die nächste Wave bringt. Noch mehr Gigas wahrscheinlich. Also schlimmer als ein Giga kann es ja eigentlich nicht werden. Da kommt ein Rock Drake. Der ist down. Und da unten ist ein Rex unterwegs. Ich sehe noch keinen Giga. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Wow, jetzt kommen sie alle anmarschiert hier. Da stehen schon wieder Schlangen, die alle zum Drop wollen. Kein Giga bis jetzt. Der Blitz ist gut platziert. Wenn er doch. Oh, das ist ein bisschen spät down gegangen. Bisschen spät runtergekommen. Aber trotzdem noch ganz gut. Blitz sie weg. Go Big Manta. Du machst es. Wir haben nicht mehr viel Stamina. Das ist auch noch so ein Problem. Ich muss nach dem nächsten Drop unbedingt absteigen, dass wir so ein bisschen Stamina regen können. Wow, was kostet denn so viel Stamina? Das ist überhaupt nicht gut. Da sind auf jeden Fall wieder Reaper Kings dabei. Einer ist down. Die sind alle knapp Level 500. Wow. So, da unten ist eine riesen Horde unterwegs. Können wir da reinblitzen? Wo wollen die denn hin? Oh je. Die haben wir erwischt, aber die haben zu viele Hitpoints. So, den da oben auch noch weg. Den Rock Drake mit seinem Kollegen. Was auch immer das ist. Go Flock. Der Flock leistet gute Arbeit. Nächste Welle. Wir sind runter auf 50% Hitpoints. Also viel mehr geht nicht. Wir sind tatsächlich mit den Titanen am Limit. Wow. Da kommen jede Menge Wyvern. Bis jetzt noch kein Giga. Die Wyvern wollen tatsächlich den Drop. Die interessieren sich gar nicht groß für uns. Das war ein schöner Hit. Da ist ein Giga. Nein. Da ist doch wieder einer gekommen. Ich denke, wir sollten den als erstes töten. Der macht definitiv am meisten Schaden. Ich blitze einfach mal alles rein, was geht. Oh, es laggt so ein bisschen. Den machen wir weg. Friss den Giga. Der muss als erstes weg. Rock Drake hat schon wieder unseren Flock erwischt. Komm schon, mach ihn weg. Der macht viel zu viel Schaden. Eieiei. Wir kriegen den Giga-Debuff scheinbar nicht. Fällt mir nur so auf. Aber ob uns das wirklich retten wird, weiß ich noch nicht. Die Rexe machen auch wirklich viel Schaden. Komm schon! Ich weiß nicht, wie viele Waves es noch sind. Oh oh. Oh oh. Wir nehmen wirklich, wirklich viel Schaden. Die beißen mich irgendwie in die Füße oder so. Okay, wir hauen alle Blitze auf den Giga. Und hoffen, dass der irgendwann down geht. Komm, 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 komm. Hitpoints gehen immer weiter runter. Erwische ich den überhaupt? Der steht natürlich genau da, wo ich irgendwie nicht hinkomme. Okay, der Flock erwischt ihn. Das ist schon mal was. Der scheint immer noch zu leben. Ich sehe nicht wirklich viel. Oh je. Also. Ja, der frisst den Drop auf gerade. Und ich komme nicht an ihn ran, weil der irgendwie hinter dem Drop steht. Das war ein Kano. Komm schon.
Du musst ihn doch irgendwie erwischen. Können wir vielleicht mit dem Rocket Launcher nachhelfen? Aus sicherer Höhe? Jetzt fliegt natürlich der Titan da durch die Gegend. Den nehmen wir mal auf Follow, dass der keinen Blödsinn macht. Und dann versuchen wir das hier zu Fuß so ein bisschen. Oh oh. Wir haben den Rex erwischt, das ist schon mal gut. Kurz nachladen. Und dann ballern wir, was das Zeug hält. Oh je. Ich habe keine Ahnung, wie viele Hitpoints der hat. Wir haben ihn, wir haben ihn. Das hat funktioniert. Steck das Ding weg. Der Drop brennt, das heißt, der hat wirklich wenige Hitpoints. Da war ein Petri. Und ich müsste jetzt wirklich mal nachgucken, wie viele Waves noch kommen. Wenn da noch viele kommen, dann schaffen wir das nicht, weil wir einfach keine Hitpoints mehr haben, ganz ehrlich. Das müsste ich dann fast zu Fuß machen, solange keine Wibbern da sind. Wir haben noch Wave 6. Ja, und wie viele kommen? Zwei Hostiles noch. Und der Drop hat noch 32.000 Hitpoints. Das ist ja noch eine ganze Menge. Wir haben noch ein Drittel der Hitpoints übrig. Also das wäre theoretisch noch machbar. Okay. Wir müssen ein bisschen auf Big Manta aufpassen. Der muss jetzt die Wyvern zuerst machen. Und wir müssen uns so ein bisschen um den Rest kümmern, denke ich. Ich hoffe, dass wir mit unseren Waffen den Drop nicht beschädigen. Das hatten wir ja auch schon, das Problem. So, der ist auch weg. Ich pack mal den Flock wieder neu raus. Das hilft manchmal, dann funktioniert der wieder besser. Da oben rennt noch ein Trike rum. Das ist irgendwie aufgebracht. Vielleicht ist es eins von unseren. Wer weiß. Oh, da ist natürlich der Kollege und ganz rote. Wow, das... Ich treffe nur das Nackenschild. Da hält das echt viel aus. Ja, ich sehe nichts. Was ist denn das für ein Viech? Das ist eins von unseren. Das muss irgendwie Level 1000 sein oder so. Ansonsten würde das nicht so viel aushalten. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Chibis. Ich weiß nicht, ob das irgendwann down geht. Ich hoffe es. Wir müssen es einfach weiter versuchen. Mann, hat es viele Hitpoints. Ich glaube, wir nehmen lieber den Titanen. So. Also sie haben so viele Hitpoints, dass ich nicht weiß, ob das was wird. 494er. Mit den Waffen. Gut, wir haben den Giga natürlich down gekriegt. Ist natürlich die Frage, wie hoch das tickt. Das habe ich nicht wirklich gesehen. Möglicherweise ticken unsere Waffen dann höher. Weil die ja zum Teil prozentual Schaden machen. Dann könnte das auch sein, dass der Waffendamage höher tickt. Und wir dann gegen die Level 500er ganz gut gewappnet sind. Irgendwo ist immer noch was. Wo ist der Letzte? Das ist ein weißer Rex, der hilft uns. Den lassen wir leben. 125er, das ist ein ziemlich guter. Weil ich glaube nicht, dass der uns retten wird. Nächste Wave. Das ist dann wohl Wave 7. Da kommt die erste Wyvern. Da kommt ein Rex. Okay, wir hauen mal einen Blitz da rein. So. Und hab's nochmal zu. Die Wyvern müssen als erstes weg. Okay, die haben wir. Und. Okay. Vielleicht. Oh, eine Wyvern. Oh, oh. Die muss weg. Da ist auch wieder. Oh, Rock Breaks. Und. Ja, da sind auch wieder. Oh, da sind Reaper Kings dabei. Bis jetzt noch kein Giga. Das ist das einzig Positive. So, ich will auf keinen Fall unseren Big Manta verlieren. Also wir müssen notfalls abbrechen. Müssen wir einfach sehen, wie schlimm das hier noch wird. Oh. Ein Reaper ist tot, sonst hätten wir hier keine Säurewolke. Ich heb mal ein Stück ab, dass die mich vielleicht nicht mehr beißen. Oh oh. Ich komme nicht hoch. Wir hängen an irgendwas fest. Das ist alles schwierig hier. Also. Movement mit dem Titan ist sehr schwierig. Der macht immer so ein bisschen, was er will. Okay.
Ich lasse den hier mal stehen. Der wird sich aber eh wieder bewegen. Und haben wir noch irgendwo Wyvern? Nochmal kurz einen Check. Okay. Sieht gut aus. Ich sehe keine Wyvern. Auf geht's. Waffe raus. Und Feuer frei. So. Mal gucken, ob wir damit den Drop sichern können. Der Titan hilft uns mit dem Flock weiter aus. Eieiei. Okay. Also mit dem Rocket Launcher wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Die Waves werden nicht wirklich schwieriger. Das ist so ein bisschen unser Glück. Einmal Mountain. Drehen wir mal um. Das war dann Wave 7. Da leben nur noch Einzelne. Da unten läuft irgendwas rum. Ich glaube, das ist ein Kano oder sowas. Den erwischen wir bestimmt gleich noch. Wo ist er? Der ist immer noch da. Der kommt dann irgendwie nicht durch. Okay, Kano down. Da steht auch noch ein Stego. Der ist aber, glaube ich, nicht von uns. Gut, wir haben die Wave auf jeden Fall überlebt. Wir sind immer noch dabei. Wir müssen einfach super vorsichtig sein jetzt. Wir dürfen uns nicht von Gigas beißen lassen. Dann sollte das Hitpoint-mäßig ausgehen. Das Problem ist, der Giga muss richtig schnell down gehen, ansonsten geht der Drop down. Das ist noch so ein bisschen ein Problem an der Sache. Oh, es geht weiter. Schnell nachladen. Wo fliegst du hin? Big Manta, stopp. Der fliegt schon wieder durch die Gegend. Das ist so ein bisschen Spazierflieger. Ja, ich mache mir echt so ein bisschen Sorgen, was die Hitpoints angeht. Schauen wir mal, dass wir da wieder so ein Stück runterkommen. Leck. Der erste Rockrake ist da. Die erste Reaper King ist da. Und ich fliege jetzt trotzdem ein bisschen hoch. So dass die uns hoffentlich nicht erwischen. So, jetzt stehen wir natürlich wieder, wo ich nicht hin wollte. Jetzt kann ich da nicht gescheit reinblitzen. Das heißt, wir müssen doch wieder runter. Und ein Stück rückwärts. Dass ich da gescheit reinblitzen kann. So, dass die hoffentlich bald sterben. Und dann gehen wir wieder hoch. Die vom Boden weg. Okay. Geht das so? Desert Flock wurde getötet. Der Titan fliegt den Weg. Big Manta ist halt leider keine große Hilfe. Der macht immer so viel Unfug. Ja, das stimmt nicht. Der ist eine große Hilfe. Der macht super viel Schaden. Und er tankt für uns. Aber er ist ein bisschen schwierig zu steuern, ganz ehrlich. Der macht immer, was er will. Aber solange es das ein bisschen hilft, passt das schon, ne? Okay. Der Reaper King muss weg. Reaper King ist down. Level 522. Also sie gehen echt über Level 500 hoch. Ich denke, wir haben alle Wichtigen erwischt. Nice. Dann kommt jetzt wahrscheinlich Welle Nummer 8. Ich habe Hunger. Wir essen erstmal was. Gemütliche Picknickpause während dem Legendary Drop. Wir wissen das Allerwichtigste. Jetzt gucken wir mal hier runter. Ich fühle mich total sicher. Da unten ist ein Trike. Das ist Welle. End OSD Defense. Ist es dann? Die müsste doch von selber enden, oder? Können wir vorzeitig abbrechen? Irgendwas ist in der Nähe. Ein Petri. Also wir können auch gefährliche Gegner kurzzeitig einfrieren. So, dass die uns nichts tun können. Wir haben noch 22.000 Hitpoints. Also ich würde nicht abbrechen, wenn wir nicht müssen. Da ist eine Tasche. Oh, das nehmen wir alles mit. Corrupted Hearts ist so die wichtigste Ressource. Davon brauchen wir richtig, richtig viel. Ich hänge an irgendwas. Hier liegt irgendwas Unsichtbares scheinbar. Das können wir mal alles rausschmeißen. Das mal so. Die ganzen Taschen untersuchen. Das wird ganz wichtig später, dass wir die kostbaren Ressourcen alle mitnehmen. Two hostiles remaining. Also irgendwo sind noch zwei. Die nehmen wir mit.
Gut, die zwei finden wir noch. Go, Big Manta. Wir machen die weg, die den Drop angreifen. Und haben so ein bisschen Auge auf Big Manta, dass der nicht angegriffen wird. Oh. Ich sehe nicht viel, ganz ehrlich. Und ich sehe auch nicht, wie hoch unsere Giftwolken ticken. Aber ich glaube, die ticken nur für 30 oder so. Also nicht super prickelnd. Okay, wir müssen einfach nachladen. Aber der Giga ist jetzt hinter mir her, was natürlich super gut ist. Dann kann er dem... kann er unserem Drop nichts tun. Wir müssen mal wieder reinblitzen. Aber ich glaube, der Titan macht das schon so von selber, ne? Big Manta weiß, wie das geht. Ja, Big Manta macht das. Ich glaube, wir können es ihm überlassen. Der targetet die eigentlich ganz gut. Auch wenn der Giga noch immer lebt. Aber zumindest lebt unser Drop auch noch. Das ist ja schon mal ein gutes Ergebnis dann. Der Giga hat sich entschieden, doch den Drop anzugreifen. Jetzt entscheidet sich das Ganze so ein bisschen. Wenn wir den Giga rechtzeitig down kriegen. Jawohl. Level 510. Wow. Nächste Wave überstanden. Ich weiß nicht, ob das die letzte ist, aber wir gehen jetzt schon Richtung Wave 10 langsam. Also gehe ich auch mal davon aus und hoffe, dass das langsam die letzte wird. Eieiei. Da oben ist noch ein Stego oder so unterwegs. Ja, das ist noch ein Stego. Okay. Wir haben es schon wieder geschafft. Und jetzt kommt Wave 11. Ich weiß nicht, ob das aufhört. Ich glaube, das geht ewig weiter, ehrlich gesagt. Ich glaube wirklich, dass das noch ewig weitergeht. Tja, hätte man sich mal vorher informiert. Aber das wäre ja langweilig. Wir wollen uns natürlich selber rausfinden, wie das Ganze hier genau funktioniert. Lag? Das wird auf jeden Fall jetzt viel zu brutal für uns. Da ist wieder ein Giga unterwegs. Und ich denke, der greift jetzt den Drop an. Und wir sind aber auch noch Wyvern. Okay, der lässt den Drop im Moment in Ruhe. Im Moment ist er hinter uns her. Das ist gut. Sobald die Wyvern weg ist, stürzen wir uns in die Schlacht hier. Komm schon, mach die Wyvern weg. Die Wyvern muss weg. Nein, wir haben es nicht geschafft. Leider nicht geschafft. Also ich denke fast, dass man hier unendlich lange weitermachen kann. Und die Drop-Qualität einfach davon abhängt, wie lange man durchhält, ne? Wow. Also, das ist auf jeden Fall gut zum Leveln. Wenn man Titanen leveln könnte. Okay, also wir haben auf jeden Fall jetzt eine funktionierende Variante und Strategie, um so einen Drop zu machen. Wir schaffen die auf jeden Fall. Die funktioniert aber ein bisschen anders als die normalen Drops, die lilanen. Also die lilanen sind ja die Top-Level Legendary Orbital Supply Drops praktisch. Und die laufen bis Wave 8. Das sind dann praktisch, oder Wave 7, glaube ich. Ich glaube, das geht von 0 bis 7. Das sind dann 8 Waves. Und wenn man die besiegt hat, dann kann man an den Supply Drop gehen und sagen, man möchte das Ganze beenden. Vorher geht es nicht. Man kann aber noch länger weitermachen und bis Wave 14 kann man die Qualität des Loots steigern. Das heißt, je länger man da dabei bleibt, desto höher ist dann die Loot-Qualität. Also wir waren jetzt, glaube ich, dann bei Wave 12, ne? Oder sind wir bei 11 gestorben, irgendwo so in dem Bereich. Also wir hätten noch weitermachen können und die Qualität weiter steigern können bis Wave 14. Wir hätten aber auch sagen können, End OSD Defense. Und dann hätten wir den Loot mitnehmen können und dann hätten wir jetzt auch was in der Hand. So haben wir leider nichts in der Hand, aber wir haben auf jeden Fall eine Strategie gefunden, wie wir die Drops angehen können. Und da werde ich dann auf jeden Fall so ein paar machen. Und dann schauen wir einfach mal, was da so an Loot rauskommt. Ich denke, da werden auf jeden Fall gute Mech-Items rauskommen. Vielleicht kommt da auch ein guter Mech raus, wenn wir Glück haben. Also ein Mech mit ja höherer Qualitätsstufe. So ein Ascendant Mech oder sowas wäre schon ganz nett. Die normalen Mechs, haben wir ja festgestellt, sind so ein bisschen schwächlich. Also wenn wir dann guten finden, wäre das auf jeden Fall für die Titan-Boss-Fights eine gute Sache.
Ich habe da, glaube ich, einen Otter im Gesicht. Wir müssen Lena mal neu aufheben. So. So sollte das ein bisschen besser passen. Wunderbar. Die verrutscht manchmal so ein bisschen im Eifer des Gefechts. Aber einfach neu aufheben, dann passt es wieder. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein für heute. War auf jeden Fall mega spannend. War auch ein bisschen knapp. Big Manta hat viele Hitpoints verloren. Ich denke, am besten ist es, wenn man für den Titan, für den Giga, also für diese Corrupted Gigas irgendwie eine extra Waffe mitführt, irgendwas hat, womit man die töten kann. Irgendeine andere Strategie als hier Big Manta. Big Manta kann den natürlich wegblitzen, das dauert aber ein Weilchen. Also Big Manta einfach über dem Supply Drop schweben lassen am besten vielleicht. Und die Gigas irgendwie noch zusätzlich bearbeiten, weil die müssen einfach sterben. Im Singleplayer ist das ein bisschen schwierig, wenn man zu mehreren ist, geht das bestimmt besser, wenn dann noch ein paar Leute mit Raketenwerfern draufhalten oder so. Aber so im Singleplayer, nur mit Big Manta, ja, es geht schon. Wir haben gesehen, es funktioniert, aber es ist schon ein bisschen haarig. Die Gigas machen wirklich viel Schaden an dem Drop. Und natürlich auch an Big Manta, wenn wir zu tief fliegen. Also wir können Big Manta nicht die ganze Zeit hapsen, weil fürs Hapsen müssen wir zu tief fliegen und dann nehmen wir natürlich dann auch entsprechend Schaden. So früher oder später müssen wir aufhören zu hapsen und dann den Flock machen lassen und die Blitze. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Die ganzen Corrupted Viecher sind auch ziemlich aggressiv, was mich angeht. Die meisten gehen dann doch lieber auf mich los als auf den Supply Drop. Und das funktioniert dann doch auch ganz gut. Ja, spannend war es auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Mal sehen, wie der nächste Drop läuft. Und dann checken wir auf jeden Fall auch mal den Loot. Das war's aber für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.